Willkommen zum neuen Video. Heute gibt es mal ein Video aus Heubach. Und zwar, wenn das Video hier online kommt, ist in einer Woche hier das Enduro-Rennen, wo ich mich angemeldet habe mit Micha zusammen. Weiß nicht, ob man sieht. Und wir sind jetzt heute mal ein bisschen trainieren und uns die Strecken das erste Mal anschauen. Ist leider nicht alles offen, weil noch ein paar Sachen gebaut werden. Aber ist, glaube ich, wichtig fürs Rennen, dass man nicht stürzt und dann doch irgendwie so ein bisschen was abliefern kann. Schon gesagt, erstes Enduro-Rennen. Keine Ahnung, was mich erwartet. Mein Ziel ist so, bessere Hälfte reinzufahren. Mal schauen, ob es realistisch ist. Ich nehme euch jetzt heute einfach mal ein bisschen mit, wie hier die Strecken aussehen. Vielleicht schaut der eine oder andere sich das auch an, wo selber das Rennen fährt und schaut sich die Strecken so ein bisschen an. Gestern war ich in Stuttgart fahren, das Video, was letzte Woche kam. Deswegen bin ich heute noch nicht 100% fit, auch mit dem Crash noch so ein bisschen. Der steckt auch ein bisschen im Kopf. Mal schauen, wie ich heute da runterkomme. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Boah. Also erste Stage. Thunderstruck heißt sie, glaube ich. Extrem drehtlastig. Erstmal schauen, nicht 100% fahren, bisschen die Lines anschauen. Boah, voll ohne Dreck. Macht mehr Spaß als gedacht. Da fand ich jetzt nicht super schwer, aber man muss schon ordentlich reingasen. Jetzt geht's weiter im nächsten Trail. Das ist, glaube ich, der Start beim Rennen. Da ist der Anfang ein bisschen hässlich. Wollte ich mir anschauen. Stehen sie gerade oben auf dem Drop. Ist eigentlich gar nicht so das Problem, aber danach ist man, glaube ich, so schnell, dass ich mit dem Speed, vor allem heute jetzt beim Matschigen, einfach nicht zurechtkomme. Ist die Frage, wie ich das trainiere jetzt am besten. Ich glaube, ich drücke ihn weg, springe aufs Holz und versuche dann das erstmal sicher zu fahren und das danach dann wieder und dann mal schauen, wie es im Rennen aussieht. Nicht so, wie ich es danach gemacht habe, aber so ein bisschen weiter rein muss ich, glaube schon. Naja, je nachdem, wie es halt abflattern da im Rennen. Boah. Die Line ist scheiße. Da muss ich außen bleiben, ja. Das ist schon unangenehm gebaut alles. Also wir fahren jetzt hier erstmal die Chicken Line. Ich hoffe, dass sie überhaupt offen ist im Rennen. Weil das wäre jetzt, wenn es so nass ist, ist mir das zu viel Risiko, da voll in die Off-Camper reinzuspringen. Ich habe noch keine Ahnung, wo es hier später mal lang geht im Rennen. Es sind so viele Lines. Also es ist deutlich anspruchsvoller, als ich gedacht habe. Ich hoffe, das kommt nur durch den Matsch. Aber auch die Sprünge sind echt brutal. Weiße Hose war eine gute Idee heute. Gleich weiter. Ja, ich glaube hier, außen lang ist besser. So was hasse ich ja eigentlich, nur so Belastung für den Dämpfer und Gabel einfach.
keinen Sinn dahinter. Die Außen rein. Wenn man im Rennen da die Kurve fahren muss, aber niemals so viel Schwung, um den Triple da zu springen. Deshalb sind die Sprünge eigentlich leider gesperrt. Ja, hier kommt man an und dann über den Bach rüber. Der müsste schon gehen. Also Fazit nach der ersten Downhill-Line, es ist nicht nur wegen dem Wetter, sondern auch so, es ist echt härter geworden, als ich gedacht habe. Bei ein paar Sachen muss ich echt die Chicken Line nehmen, glaube ich. Mal schauen, wie es da im Rennen läuft. Jetzt fahren wir mal die andere Downhill Line. Ich habe gerade noch zwei andere kennengelernt, die auch hier das Rennen fahren wollen. Aber hier ein bisschen in der Gruppe unterwegs sein. Meine Vorstellungen vom Rennen gehen gerade eher dahin, versuchen hier sicher runterzukommen und nicht zu sterben. Ich habe mir im Vorfeld auch ein paar YouTube-Videos angeschaut und das sah so chillig aus alles. Das ist echt nicht ohne. Gerade echt Respekt vor dem Rennen. Jetzt haben wir die letzte Stage, die man vorher kennt. Es gibt noch eine Blind Stage, aber ja, der Sinn ist, dass man die halt eben noch nicht kennt vorher. Oh. Das ist schon ungeil. Boah, das ist eine Materialschlacht hier. Dann wieder hier auf dem Gelände. Schau ich mal noch den Drop an und dann geht's glaube ich heim. Weit nicht, aber du musst halt eigentlich sackschnell sein, würde ich sagen.